hätte ja nicht noch ein Regal hinsetzen können, fällt mir gerade auf. Wie doofe Aufteilung. Lass ich mal gerade so. Wieder erforscht. Das heißt, ich mache den nächsten Laden. So ein Alkoholladen. Bier, Likör und Wein. Ja, das auf jeden Fall. Das könnte ich hier oben vielleicht einsetzen. Was brauche ich denn noch? Ja. Die zwei Läden mache ich dann hier und hier oben vielleicht ein Restaurant. Ha, bin mir noch nicht ganz sicher mit dem Aufbau. Mache ich das denn gleich? Ich brauche ja noch Personal, ne? Also, Parkplatz für Personal fällt mir auch noch auf. Wird das hier so meine ganz kleine Mall? Das Mall, naja, ganz kleines Einkaufszentrum, dann baue ich hier nochmal oben eins. Spiegel ich das vielleicht mal sehen. Ich will ja hier kein Garbage Pickup, sondern Road bauen. Mensch. Frage, ob da gleich hier ein Parkplatz hinpasst. Muss ich mal testen. Ja, Restaurants wollen sich. Muss ich auf jeden Fall in der Mitte hinbauen gleich. Fundament. Wie groß wäre das? Oh, 12×10. Halt nicht so langgezogener Laden, wie ich ihn bisher hatte, sondern eher. Durchgang aber auch so. Dann vielleicht eher. Ja, aber dann müssen die Wände hier bleiben, genau. Nee, das wollte ich jetzt gerade so nicht, genau, so. Das dann gespiegelt hier unten. Ja, testen, ob das gut aussieht später. Dann wollte ich jetzt hier noch Customer Parking. Na, das passt sogar. Dann verbinde ich die Route mal, die Road direkt mal. Ja. Sehr schön! Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Parkplätze im Moment schon brauche. Gut, wir haben jetzt Abend. Da sind noch halb, ein Drittel belegt. Ja. Sehen. Schlangen voll. In dem Laden hier. Ich hab so gefragt. Da habe ich noch gar keine Meldung über Profit. Und hier mache ich -40%. Warum das denn? Ah, -1%. Gut. Wahrscheinlich die Baukosten und Unterhaltskosten bzw. Personalkosten drin. Und bis der sich profitiert. Ja, bis da mal Profit rauskommt, dauert das vielleicht ein paar Tage, das ist klar. Und hier gibt es noch, -5% steigt ein. Das scheint ganz gut zu sein. Vor allem die Schlangen waren eben schon ziemlich lang, die Einkaufsschlangen. Aber eine zweite Kasse könnte ich hier nur hinsetzen und dann, gut, muss ich einmal Fleisch abbauen. Dann könnt ihr aber einmal Milch ersetzen gegen Fleisch. Dann passt das, ja. Muss ich gleich mal schauen, ob das benötigt wird. Ja. Erstmal will ich die beiden Läden hier noch füllen mit auf jeden Fall einmal Alkohol, Bier, Likör und Wein. In der Mitte habe ich vor, auf jeden Fall das Restaurant hinzusetzen. Ja, muss ich gleich mal schauen, wie das passt. In der Mitte natürlich auch so eine Art Zentrallager bauen können, aber. Gerade auch nicht, wie das genau mit dem Restaurant läuft. Das habe ich aber jetzt auch noch nicht erforscht gehabt, oder wie war das? Nee, bin ich nicht. Mm-hmm.
Objekt. Da brauchen wir erstmal wieder eine Tür. Klar. Stuff-Only-Tür wäre auch ganz gut. Ja, wie machen wir das jetzt mit dem Lager? Kommen wir ja wohl schlecht. Restaurant mit dem Lager rein, oder? Ich brauche ja nicht mehr. Oder das wird man zentraler und das kommt woanders hin. Ja, weil das ist keine Größe von Restaurant. Ja, das werde ich eher machen. Dann brauche ich jetzt hier nur Stuff. Remove Fundament. Brauche ich hier noch eine Wand. Da auch nochmal eine Stuff-Only-Tür rein. Das soll dann das Store nochmal werden hier oben. Store, genau. Wird das Store 1, 2? Wie passt denn das jetzt? Store 1, 2, 3. Da müsste eigentlich durchnummeriert sein, ne? Ja. Und dann brauche ich noch ein Storage. Genau. Das passt. So. Das habe ich. So ein Restaurant muss ich dann woanders planen. Also was ich mir gut vorstellen kann, jetzt mal so gerade... Ich baue hier gerade noch einen Parkplatz rein. Customer... Also, wie gesagt, was ich mir gut vorstellen kann, dass ich hier dieses Konstrukt mit diesen Läden eventuell nochmal, ja, vor allem hier oben spiegel. Vielleicht sogar hier wie so ein Quadrat, ja, also so, keine Ahnung, wie ich das so nennen soll, so nochmal aufbauen soll, hier vielleicht insgesamt nochmal, in der Mitte dann vielleicht so Westrooms, vielleicht sogar später da so ein Zentrallager rein, weiß ich nicht, aber die Laufwege sind halt dann lang für die einzelnen Läden, das ist halt auch nicht so gut, aber so ein Konstrukt hier, dieses quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, insgesamt 8 Mal zu haben. Und in der Mitte halt ein größeres Restaurant, vielleicht eine Bowlingbahn, Westrooms. Meine Haupteinnahmequelle und das dann später hier zu einem riesen, gigantischen Mall entwickeln zu lassen. Also ich brauche halt erstmal Einnahmen, klar, weil 288.000 reicht jetzt nicht für eine gigantische Mall in der Mitte später. Weiß ich nicht, könnte so ein Konzept sein. Muss ich schauen. Auf jeden Fall hier gerade noch irgendwie Parkplätze für meine Mitarbeiter. Könnte ich aber hier noch ansiedeln lassen. Stuff only. Ja. Das sollte passen. So, Weinladen. Alkoholladen meine ich. Der wird ein bisschen größer, ne, der Laden. Könnte ich dann auch direkt zweimal Check-on-Counter? Was ist das? So. Cool. Ist das zu nah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ich muss aber noch ein bisschen von der Tür entfernen. Mir ist zu nah. Alkohol. Was brauche ich für Alkohol? Alkohol hier drin. Auf Tischen? Nee. Natürlich auch nicht. Wein, Bier. Picke. Normalen Finger rein. Normalen. Mehr geht nicht, dann Store 1, Store 16 verbinden. Store 1 ist oben. 24 Stunden geöffnet haben. Kassierer. Die gehabt von 0 bis 12. Und von 12 bis 0 und ein, der dann aufstockt von 6 Uhr bis 21 Uhr. Perfekt. So, dann das Ganze befüllen. Weil ich jetzt mal gerade schauen muss, das Lager 16. Habe ich das sonst gemacht? Ja gut, das dauert jetzt wahrscheinlich ein wenig noch. Was kann ich denn noch? Ja, jetzt Restaurants natürlich. Sonst habe ich hier oben schon alles. Restrooms, Restaurants, Bowling, Kino, Road Network 1, 2, 3. Sprich, dass ich mehr Anschlüsse von außen habe, das zeige ich euch gleich. Und Bustransport. Das ist halt die Anbindung dann insgesamt zu der Mall besser, zu den Geschäften. Sonst haben wir nämlich hier nur welche, die mit Autos kommen. Also wir haben hier quasi eine Verbindung zur Außenwelt, in Anführungszeichen. Dann käme später noch eine zweite, dritte und vierte Möglichkeit dazu. Also mit der Erforschung dann. Genau. So. Hier wollte ich jetzt haben. Likör. Ah, jetzt wird auch angeliefert, genau. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Von jedem 6 Stricker. Bier. Natürlich. Bier, Bier, Bier. Kann man nie genug haben. Hier im hinteren Stück des Ladens kommt dann Wein. Na? Die Menüführung finde ich immer schon ein bisschen klapprig. Ja, ein bisschen zu schnell mit der Maus, aber naja. Schlange zu voll. Interessiert mich aber wirklich mal, was der Laden gerade abwirft. War doch der Laden 16, nein, 15. Okay, aktuell plus 23, das könnte besser sein. Aber ist halt, wie gesagt, noch ziemlich frisch der Laden. Nur da sind die Schlangen überfüllt, aber hier oben füllt er sich auch langsam der neue Store. Der dürfte aber noch nicht in den Statistiken drin sein, ne? Obwohl, ist er schon. Nee, warte mal. Store 1 ist das jetzt. Nee, ist er noch nicht. Okay. 33% Likör haben wir von allen 33%. Steht jetzt hier nur random. Wechselt. Nee, es wechselt nicht. Okay. Dann könnten wir Store 2 schon mal eröffnen. Deutsch 16.
Kassierer. Und einer, der auffüllt von 6 wieder bis 21 Uhr. Genau. So. Da war jetzt die Frage. Weiß ich nämlich gerade nicht mehr genau. Womit füllen wir den auf? Das müssten wir eben erforscht haben, ne? Card Tools. Power Tools, Hand Tools, Card Tools. Ah ja, so Bohrmaschinen und sowas. Genau. So ein Store fehlt schon noch. Dann würde ich sagen, machen wir das da auch rein. Was brauche ich denn dafür? Card Tools, Hand Tools, Power Tools. Diese Dinger, die Regale hier, okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wunderbar. Haben wir auf 6 Stück wieder. Passt doch sogar. Medium Tool, Toys, nein, Tools war es, genau. Perfekt, dann haben wir die schon mal. Dann haben wir hier so unsere kleine Mall schon mal fertig. Da können wir später noch vielleicht was im Design ändern, Fußböden ändern, was weiß ich. Und haben hier in der Mitte dann auch nochmal so einen Durchgang. Ja, die wollen jetzt Westrooms, Restaurants wollen sie haben. Und die Schlange da ist wieder voll. Ich lasse das aber im Moment so. Oder? Obwohl, ich könnte das, was ich machen wollte vorhin. Hier könnte ich Milch reinsetzen. Und hier setze ich Fleisch rein. Das hier reiße ich ab. Und setze dann dafür Checkout-Counter rein. Brauche aber dann für den Laden hier. Das ist Laden. 15. Brauche ich noch einen Kassierer? Da ist die Frage wahrscheinlich von, ich sag mal von 9 bis 12 im Moment. Ja. Ja. Mal gucken, ob das dann passt. So. Nächsten Tag sollte sich das erstmal legen, eigentlich mit der Schlange. Mit dem Problem. Restaurants sind auch bald fertig. Danach würde ich noch Westrooms und dann. Ja, Bowling Cinema würde mich schon. Grad Cinema würde mich halt schon interessieren. Ja. Gerade so zur Unterhaltung natürlich. Ja. Naja, mal sehen. Unser Geld wächst doch wieder langsam, also unser Geldberg hier auf dem Konto. Finanzen machen aber im Durchschnitt halt wirklich nur um die 12.000 plus. Wundert mich ein wenig.
Ich hätte schon mehr gedacht, aber wir sind jetzt bei Tag 50. Nicht mal 2 Monate zusammen. Die erforschen schön, die beiden. Müllproblem haben wir anscheinend nicht mehr, ne? Ne, Ungeziefer auch nicht. Das freut mich. Ah, hier können wir noch was abreißen. Wir mal Foundation. Ja. So. Mach ich mir mal langsam Gedanken, was wir denn noch machen können. Was wird denn noch groß gebraucht? Dishes. Dishes. Ah ja, wir haben jetzt unseren Supermarkt nicht mehr, ne? Warte mal, es werden Kühlschränke gebraucht. Laut denen jetzt hier, oder wie? Ich verkaufe sie auch. Warum erscheint das da allerdings? Warte, nochmal durchschauen. Wir haben jetzt hier Tier 2. Tier 2. Tier 2. Hier ein Tier 3 Store. Tier 2. Tier 2. Tier 2. Tier 3. Ah ja, Juwelier, genau. Tier 2. Tier 2. Das hier nicht mehr, ne? Alles Tier 2 bis auf die beiden Läden. Mir aber gerade nochmal interessieren, ob Tier 3 läuft ein wenig besser, ne? Alles. So, na genau. Gerade gar nicht guter Laden. Einsetzen. Das ist besser, aber macht halt schon Minus. Wenn ich jetzt mal gleich sehe, macht 86%, schon mal nicht schlecht. Das war unser mich da Klamottenladen, Schuhe, manche Sachen, was weiß ich. 82% macht der. War auch nur Tier 2. Die Monsen, na, läuft mit Tier 3 doch nicht unbedingt besser. Dafür, na gut, der Schmuckladen ist zwar auch Tier, ja, also ist auch Tier 3, aber macht am größten jetzt. Oder am meisten Profit. Ansonsten hält es sich so in Grenzen. Also der Klamottenladen und hier. Ja, PC, also der Elektronikladen, der Klamottenladen und der Juwelier. Die sind dann noch am besten. Im Profit gerade. So. Genau. So, und dann würde ich sagen erstmal, dass ich die Folge jetzt erstmal hier beende an dieser Stelle. Und ja, ich hoffe, ihr guckt demnächst wieder vorbei, wenn es heißt Another Brick in the Mall hier bei uns auf dem Kanal. Und ja, bis denne.